Missing someone. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar war ich in meinem Urlaub zum ersten Mal in meinem Leben bei einem Rossmann und mich haben schon immer die Produkte von Isana interessiert. Ich habe mir ein paar Produkte aus dem Rossmann mitgenommen, die es so, sag ich mal, jetzt bei uns beim DM und beim Pipa nicht gibt. Und da habe ich auch ein paar schöne Produkte gefunden. Manche werde ich auch noch mit meinem Freund testen. Das erste Produkt war dieses Deo Spray und zwar fand ich das recht interessant. Das riecht nämlich nach Peach Blossom und zwar habe ich daran auch schon gerochen und es hat einen richtig blumigen Duft. Also das riecht nach Pfirsich und nach Rosen und das ist ohne Aluminium. Das ist eben so ein Deo Spray und ich liebe das. Also ich kann euch auch nicht sagen, wie viel die Produkte gekostet haben. Insgesamt habe ich 13,72 € für alles gezahlt. Aber ja, ich weiß nicht, wie viel sie einzeln gekostet haben, weil die haben Kronen gekostet. Und umrechnen, ich weiß nicht, wie der Kurs an dem Tag war. Auf jeden Fall war das das erste Produkt und das ist von Isana. Dann kommen wir zu einem, ich nehme an, das wird ein Dusch Schaum sein, also so zum Duschen. Es steht alles auf Tschechisch drauf, weshalb ich kann es nicht lesen. Auf jeden Fall ist das ein Duft, der heißt Summer Nights. Das ist mit Mandarine oder Orange und Kokosnuss und Aloe Vera. Und das hat mich voll interessiert, das war so lila. Es riecht richtig gut, also ich liebe es. Das sieht so aus und zwar ist es da oben lila und unten blau. Ist auch wieder von Isana und ich fand das richtig, richtig, richtig schön. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten schönen Produkt. Und zwar ist das dieser Igel und den musste ich mir auf jeden Fall mitnehmen. Da weiß ich auch, dass das ein Duschgel ist, weil da kann ich es lesen. Bei dem weiß ich es wirklich nicht, aber da weiß ich, das ist ein Duschgel. Und zwar Feel Pretty, das ist so ein fruchtigerer Duft, nehme ich mal an. Ach, ja, richtig lecker. Das ist Mandarine, Himbeere, Brombeere oder so. Und Ribisel, Preiselbeere oder sowas. Und ich finde das richtig schön. Also das Design schon allein hat mir gefallen mit dem süßen Igel. Dann habe ich für mich und für meinen Freund so Ice Bear Vita Masks mitgenommen. Und zwar sind das zwei süße Bären. Und die mussten auf jeden Fall mit. Die haben vier verschiedene Sachen drin, die ich wieder mal nicht lesen kann, weil diesmal ist es auf Chinesisch, Japanisch. Auf jeden Fall auch nicht in unserer Sprache. Schauen wir mal, ob das auch so aussieht wie ein Bär oder ob das einfach nur Tuchmasken sind. Die wollte ich auf jeden Fall mit meinem Freund testen und ja. Als nächstes Produkt mussten solche Augenpads natürlich auch noch mit und das waren die einzigen, die es auch dort gab leider. Ich liebe Augenpads, also ich benutze die total gern. Das sind Hydrogel Augenpads mit Kokosöl und Kollagen. Die sind in Gold, fand ich auf jeden Fall auch richtig schön und wenn man die Sachen so sieht, wundert es mich echt, warum das nur 13,72 € gekostet hat, weil ich glaube, wir sind jetzt schon beim 7., 8. Produkt ungefähr und ich habe mir noch ein paar gekauft, also Rossmann, mein Favorite, wirklich richtig günstig. Ich kann es wieder mal nicht lesen, was da hinten drauf steht, es ist auf jeden Fall mit Kokosduft. Was ich sagen muss, was ich voll cool daran finde, die sind ja aus Deutschland, nehme ich mal an. Also, ich denke es mir mal. Weil da hinten stehen nämlich die Anweisungen auf Deutsch, die Inhaltsstoffe auf Englisch und vorne steht es eben auch auf Deutsch beschrieben. Also ich nehme mal an, dass die aus Deutschland sind. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Nur leider eine Fahrt von 3,5 Stunden werde ich, glaube ich, nicht so oft machen. Deshalb
Mal schauen, wann ich das nächste Mal zu einem Rossmann komme. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich wieder mal zu einem hinschauen kann. Dann habe ich mir eine Maske von SNP mitgenommen. Und zwar ist es eine Ottermaske. Die sollte so aussehen wie ein Otter. Die kann ich auch wieder nicht lesen, weil das steht nur auf Tschechisch und auf Russisch drauf. Auf jeden Fall ist das für trockene Haut. Die fand ich auf jeden Fall mega süß. Da gab es auch noch einen Panda-Bären. Aber das wäre eine Kohlmaske gewesen. Und ich stehe mal nicht so auf die schwarzen Masken. Deshalb, ja. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten zwei Produkten. Und zwar ist das zum einen einmal von Isana ein Calm Down Badesalz. Das riecht voll gut. Das ist mit Kokos wieder und mit Vanille. Mehr kann ich davon auch schon nicht mehr lesen. Und das zweite dürfte wieder ein deutsches Produkt sein, weil da steht wieder alles in Deutsch drauf. Hinten natürlich ein tschechisches Pickel und vorne alles auf Deutsch. Das ist ein Moment der Entspannung und zwar ist es mit Orangenduft und nein, dürfte nur mit Orange sein, weil es riecht nur nach Orange, aber ich finde das auch voll gut. Voll gut. Das ist eine Limited Edition und zwar ist es ein Badesalz wieder wie das andere schon. Und das musste auf jeden Fall auch mal mit. Ich glaube, das waren auch so die einzigen Badesalze von Isana. Und die mussten auf jeden Fall mit, weil ich stehe mir voll auf so Badezusätze und ja, musste auf jeden Fall auch mit. Auf der Rechnung steht dann eben auch alles in Kronen. Das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das kleinere Video hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen in Prag und mich hat es auch überrascht, wie ich gelesen habe, dass es dann einen Rossmann gibt, weil ich dachte, das ist eher so was Deutsches. Aber anscheinend gibt es das auch in Tschechien. So, lala. Also, ja. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Freitag, einen schönen Start ins Wochenende. Und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Wenn ja, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen für dieses Video. Über ein positives Feedback von dir. Und dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende, wie gesagt. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!